Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 18a und 18b, Beratung mehrerer Vorlagen zur Einführung eines Lobbyregisters. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Patrick Schnieder, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wir beschließen heute in zweiter und dritter Lesung das Lobbyregistergesetz. Ich bin sehr froh, dass wir das heute zum Abschluss bringen können. Es hat dem einen oder anderen mir auch zu lange gedauert. Die einen sagen, schon vor der Wahlperiode hat das viel zu lange gedauert. Ich sage, auch hier in der Wahlperiode hat es dann am Schluss sich noch etwas verzögert. Wir hatten es nicht im Koalitionsvertrag vereinbart mit der SPD. Gleichwohl hat die Union 2019 die Initiative ergriffen, ein Lobbyregister einzuführen. Und wir hätten es auch in 2020 abschließen können, wenn wir uns nicht dreimal hätten einigen müssen. Aber Ende gut, alles gut. Das Ergebnis zählt. Worum geht es? Wir wollen Lobbyismus, Interessenvertretung regeln. Und ich will vorab sagen, Interessenvertretung ist per se nicht etwas Schlechtes. Lobbyismus hat einen negativen Beigeschmack, eine negative Konnotation. Aber im Grunde ist es etwas Wichtiges und Gutes für die Demokratie. Es geht darum, dass Interessen vertreten werden und kenntlich gemacht werden. Dass wir als Abgeordnete die Interessen kennen, über die wir dann am Ende abstimmen. Dass wir Kontakt haben zur Wirtschaft, zur Zivilgesellschaft, zu NGOs, zu all den Gruppierungen, die Interessen vertreten und die bestimmte Interessen in einem Gesetzesvorhaben geltend machen. Uns geht es darum, dass wir das regeln und dass wir eben diese Interessenvertretung, die da stattfindet, transparent machen. Was wird geregelt? Wir führen ein elektronisches Lobbyregister beim Deutschen Bundestag ein. Es wird eine Eintragungspflicht bestehen für Interessenvertreter, bevor sie Kontakt aufnehmen zu uns, zu den Abgeordneten, Mitarbeitern oder in der Fraktion. Als Lobbyregister und die Registrierungspflicht gilt auch gegenüber der Bundesregierung. Das haben wir schon im Rahmen der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angekündigt. Und das haben wir jetzt auch in diesem Gesetzentwurf, in dem Änderungsantrag so aufgeführt. Die anzugebenden Informationen sind sehr weit gefasst. Das will ich gar nicht im Einzelnen ausführen. Aber da kann man schon sehen, in wessen Auftrag Interessen vertreten werden, mit welchem finanziellen Aufwand dort vorgegangen wird und dergleichen mehr. Wir haben ebenso Sanktionen im Gesetz vorgesehen. Wer gegen die Registrierungspflicht verstößt oder falsche Angaben macht, kann mit einem Ordnungsgeld bis zu 50.000 Euro belegt werden. Und es wird ein Verhaltenskodex vorgeschrieben, auf den man sich verpflichtet. Wir hatten ursprünglich vorgesehen, dass die Interessenvertreter sich selbst einen Kodex geben müssen, selbst ein Leitbild entwickeln sollen. Jetzt wird das zwischen Bundestag, Bundesregierung und den Interessenvertretern noch verbindlich festgelegt. Ich glaube, damit kann man sehr gut leben. Nun gibt es natürlich auch Kritik an dem Lobbyregister. Den einen geht es zu weit, den anderen geht es nicht weit genug. Ich will mich nur auf Schwerpunkte beziehen. Da ist zum einen die Rede davon, wir hätten zu viele Ausnahmen geschaffen. Da will ich zunächst mal sagen, die Anzahl der Ausnahmen, allein die Anzahl sagt noch nichts darüber aus, wer wirklich am Ende ausgenommen worden ist. Da will ich zweitens sagen, dass wir eine Reihe von verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen haben, denen wir gerecht werden müssen. Das ist Artikel 4, sobald es um Kirchen, Religionsgemeinschaften geht. Das ist Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, Koalitionsfreiheit, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist das Petitionsrecht und es sind andere Dinge mehr, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will.
Aber bei Artikel 4 und Artikel 9 will ich zumindest ausführen, dass es vorbehaltlos garantierte Grundrechte sind. Und dass deshalb zum Beispiel die Religionsausübung sehr, sehr weit reicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass auch die Tätigkeiten, die Kirchen zum Beispiel als Arbeitgeber hier vornehmen, sei es Caritas, Diakonie oder andere, auch davon erfasst sind. Und daran, das kann man kritisieren, das muss man auch nicht für richtig halten, aber es sind die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen wir uns bewegen. Dann wird zum Teil gefordert Kontakttransparenz. Dazu sage ich ganz klar, gegenüber Abgeordneten kann das nicht stattfinden. Auch da gibt es verfassungsrechtliche Grenzen. Das freie Mandat verbietet so etwas in meinen Augen. Wir wollen aber auch keine Hürden aufbauen, dass Kontakt stattfindet zwischen Abgeordneten, Zivilgesellschaft, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Unternehmen. Und deshalb würden wir nie, aber ich halte das auch rechtlich nicht für zulässig, Termingegenstand und Gesprächspartner dort offenbaren müssen. Und dann geht es noch um den exekutiven Fußabdruck, den wir im Gesetz nicht vorgesehen haben. Dazu kann ich nur sagen, es gibt einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Die Bundesregierung hat eine Geschäftsordnungsautonomie. Und das kann sie alles machen, was dort gefordert ist im Rahmen eines exekutiven Fußabdrucks. Aber sie muss es selbst machen, und zwar in der gemeinsamen Geschäftsordnung. In dem Gesetz ist dafür kein Platz. Und deshalb sage ich als Fazit, ein gutes Lobbyregistergesetz, das wir hier machen. Ich bin froh, dass wir das heute verabschieden können. Es ist ein Fortschritt im Bereich der Transparenz. Und deshalb darf ich allen danken, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank, Herr Kollege Schnieder. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Seitz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von CDU und CSU. Um den Sumpf aus Selbstbereicherung bis hin zum Korruptionsverdacht von Mandatsträgern der CSU trockenzulegen, hat ein gewisser Herr Söder aus Bayern nach einem scharfen Schwert verlangt. Das finden wir gut, und offensichtlich ist das bei Ihnen auch notwendig. Als erstes muss deshalb Lobbytätigkeit reguliert werden. Der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zum Lobbyregister sollte den Kollegen von der Union gefallen, denn er ist anders als der Entwurf der GroKo geeignet und auch dazu bestimmt, Transparenz wirklich herzustellen. Uns als AfD ist dabei wichtig, dass der Fokus nicht auf den wirtschaftlichen Lobbyismus eingeengt wird und sogenannte NGOs in gleicher Weise Transparenz herstellen. Denn auch viele NGOs haben Millionen von Euro aus dubiosen Quellen zur Verfügung und beeinflussen Debatten im Sinne ihrer eigenen Ziele, die nicht demokratisch legitimiert sind und meist einer anderen Agenda in Wahrheit folgen, als öffentlich verlautbart wird. Ja, jeder sollte das Recht haben, angehört zu werden und für sich zu werben. Auch ein Unternehmen, auch eine NGO. Ein freier Staat darf das nicht verbieten. Aber Gehör zu finden ist etwas anderes, als sich Einfluss zu erkaufen. Deshalb müsste eine wirksame Transparenzregelung vom Minister bis hinunter zur Referentenebene greifen und nicht Letztere ausnehmen, wie es die GroKo heute beschließen will und vermutlich auch wird. Denn dies ist nichts anderes als eine bewusste und planvolle Einladung zur Umgehung der Bestimmungen, die jetzt verabschiedet werden. Denn niemand verbietet einem Staatssekretär oder Abteilungsleiter, das Gespräch zwischen einem Lobbyisten und einem Referenten durch eine geöffnete Zwischentür zu verfolgen. Und die effektive Beeinflussung setzt doch direkt, die effektivste Beeinflussung setzt doch bei dem an, der den ersten Entwurf formuliert, also beim Referenten. Diese Ebene nehmen Sie bewusst aus. Der nächste Mangel Ihrer Änderungsfassung ist der umfassende Katalog an Ausnahmen, die jetzt sogar noch zahlreicher sind als im ersten Entwurf und auch inhaltlich dazu zu einer geringeren Anwendungsbreite des Lobbyregisters führen werden.
Warum diese Ausnahmen falsch sind, zeigt das Beispiel der Kirchen. Diese bieten eben nicht nur Gottesdienste an, sondern machen als Teil der Sozialindustrie über Caritas und Diakonie Milliarden Umsätze. Umsätze, die nicht von einem freien Markt abhängen, sondern von der Sozialgesetzgebung. Und insoweit unterscheiden sich Einrichtungen der Kirche nicht von den Interessenverbänden irgendwelcher Branchen wie Automobil oder Versicherung. Uns als AfD ist es wichtig, dass der Transparenz erfordert auch zwingend den legislativen Fußabdruck, also die Kenntnis, welche Interessenvertreter im Laufe des Verfahrens Einfluss auf ein Gesetz genommen haben. Warum fehlt er dann in Ihrem Entwurf? Ist ein Kollege Amthor vielleicht doch nicht so geläutert, wie der Öffentlichkeit vorgespielt wird? Meine Damen und Herren, insbesondere wieder von der Union, gestern haben wir erlebt, wie eine, sagen wir mal, handwerklich suboptimale Idee zum Osterlockdown eingestampft wurde, was die Mehrheit unseres Volkes sehr gut findet und auch unsere Fraktion begrüßt. Und auch Ihr Entwurf zum Lobbyregister ist, mit den Worten von König Söderle von Bayern, kein scharfes Schwert, sondern allenfalls ein Fischmesser mit stumpfer Klinge. Wenn Sie von der Union wirklich wollten, dass Selbstbereicherung und Vorteilsnahme zumindest erschwert werden, dann müssen Sie heute gegen Ihren eigenen Antrag stimmen. Ich komme zum Schluss. Warten Sie nicht, bis vielleicht demnächst ein aufgeflogener Raffke von der Kripo aus dem Plenarsaal gezogen wird. Da hilft dann auch keine Ehrenerklärung mehr. Zeigen Sie Größe und stimmen Sie für den Antrag der AfD, wenn es Ihnen wirklich um echte Transparenz und nicht nur um ein Feigenblatt geht. Vielleicht ist das Ihre letzte Chance bei den Wählern. Herr Kollege, bitte kommen Sie zum Schluss. Danke. Denken Sie an das Schicksal. Sie hatten es zwar nicht gemerkt, aber ich hatte Ihnen gerade das Wort entzogen. Also die letzten Worte waren nicht zu verstehen. Es ist auch. Ja, ich habe das vorhin angekündigt und ich habe noch 20 Sekunden dazugepackt. Gut. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Matthias Bartke, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist eine späte Stunde, aber es ist eine große Stunde für die deutsche Sozialdemokratie. Seit mehr als 10 Jahren fordern wir ein effektives und verbindliches Lobbyregister. Und heute ist der Tag, an dem wir sagen können, wir haben es erreicht. Erstmalig müssen sich Lobbyisten in ein Register beim Deutschen Bundestag eintragen. Sie müssen darin Auskunft geben über ihre Tätigkeit, ihre Vorhaben, ihre Auftraggeber und ihre finanziellen Aufwendungen. Sie müssen einen verbindlichen Verhaltenskodex annehmen, die Grundsätze integrer Interessensvertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrierungspflicht werden mit einem Bußgeld geahndet. Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden im Register veröffentlicht. Im Register ebenfalls veröffentlicht wird, wer sich weigert, Finanzangaben zu machen. Dadurch schaffen wir eine öffentlich einsehbare schwarze Liste. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, trifft die Lobbyisten hart. Als zusätzliche Sanktionen bekommen dann Lobbyisten keinen Hausausweis und sie werden nicht zu öffentlichen Anhörungen eingeladen. Das, Herr Buschmann, ist eine zusätzliche Sanktion und keineswegs die härteste. Und wenn Sie gleich reden, erzählen Sie nicht wieder was Falsches, so wie letztes Mal. Ich sage Ihnen, lieber gar nicht reden als schlecht reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt einige Ausnahmen für Organisationen und Personen, die sich nicht registrieren lassen müssen. Und das hängt zusammen mit dem Regelausnahmeprinzip des Gesetzes. Der Kollege Schnieder hat das eben erläutert. Es hat nämlich einen sehr breiten Anwendungsbereich. Interessensvertretung ist nach § 1 des Gesetzes, ich zitiere, jede Kontaktaufnahme zum Zweck der mittelbaren oder unmittelbaren Einflussnahme auf Bundestag oder Bundesregierung. Das ist eine sehr, sehr weite Definition. Aber natürlich soll und kann nicht jede Einflussnahme eine registrierungspflichtige Lobbytätigkeit sein. Und deswegen sind die Ausnahmen nötig. Denn natürlich ist es nicht registrierungspflichtig, wenn Bürgerinnen und Bürger gegenüber Abgeordneten nur persönliche Interessen formulieren oder wenn sie eine Petition einreichen oder wenn sie ein öffentliches Mandat wahrnehmen oder. Wir haben alle Ausnahmen im Gesetz zusammengefasst und das sind natürlich einige. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Eine Ausnahmeregelung will ich hier erläutern, weil ich glaube, dass sie erläuterungsbedürftig ist.
Sie betrifft Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Ausnahme muss sein. Das hat auch die Sachverständigenanhörung ergeben. Denn Artikel 9 unseres Grundgesetzes gewährt die Koalitionsfreiheit, und zwar schrankenlos. Die Privilegierung für Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gilt allerdings nur, soweit sie zur Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen beitragen. Denn nur das wird vom Grundgesetz privilegiert. Für das Lobbyregister heißt das, dass auch nur das eine Ausnahme rechtfertigt. Wenn Gewerkschaften sich beispielsweise für die Sterbehilfe einsetzen oder Arbeitgeber für die Organspende, dann hat das nichts mit Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu tun, und dann ist das keine Ausnahme mehr. Und dann müssen Sie sich genauso registrieren lassen wie alle anderen Lobbyisten auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hier vorliegende Lobbyregistergesetz ist ein wirklich gelungenes Gesetz. Dennoch, es gibt einen erheblichen Wermutstropfen. Das ist der fehlende exekutive Fußabdruck. Unter exekutivem Fußabdruck versteht man die Veröffentlichung aller Lobbyistenkontakte und aller Lobbyistenstellungnahmen. Das muss jedem Gesetz beigefügt werden. Die SPD wollte das, und ich sage hier ganz offen, wir haben es nicht durchbekommen. Mit der Union war das auf Teufel komm raus nicht zu machen. Offen gestanden, ich hatte gehofft, dass die Vorkommnisse der letzten Wochen dazu beitragen, dass die Union ihre Verweigerungshaltung überdenkt, dass sie sich doch zu mehr Transparenz bekennt. Das war leider eine vergebliche Hoffnung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden nicht locker lassen. Ich sage Ihnen, die erste Ansammlung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz wird sein, die Einführung des exekutiven Fußabdrucks. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bartke. Aber auch ein potenzieller Bundeskanzler Scholz kann das nicht einführen, sondern das ist immer noch Aufgabe der Regierung insgesamt oder des Deutschen Bundestages. So. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marco Buschmann, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Hauptmangel eines Lobbyregistergesetzes muss es sicherlich heißen, wenn man einige der größten Lobbyverbände von vornherein außen vor nimmt. Dieser Gesetzentwurf enthält scheunentorgroße Ausnahmen. Er ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Er war es von Anfang an, und er ist es immer noch. Und das sind die Fakten. Dahinter steckt, dass beispielsweise Kirchen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände herausgenommen werden. Und jetzt hören wir hier ja, das erfordere angeblich unser Grundgesetz. Dieser Pauschalausnahme, da sind Ihnen ja sogar die eigenen Sachverständigen in der Anhörung von der Fahne gegangen, Herr Bartke. Erinnern Sie sich doch mal, die Sachverständigen haben erläutert, natürlich gibt es verfassungsrechtlich empfindliche Bereiche. Natürlich kann man nicht verlangen, dass man Streikkassen offenlegt. Natürlich kann man nicht verlangen, dass man Mitgliederlisten offenlegt. Aber das bedeutet doch nicht, dass man die Gewerkschaften pauschal aus der Registrierungspflicht hinausnimmt. Das ist doch, wie man im Norden bei Ihnen sagt, dumm Tück, Herr Dr. Bartke, und das wissen Sie auch selber. Ja, das nächste dumm Tück. Herr Bartke, ich gehe gerne darauf ein. Herr Dr. Bartke erzählt uns jetzt folgende Geschichte. Dass, wenn der DGB-Gewerkschaftssekretär, der seine Anliegen vortragen will, Folgendes tut. Er kommt also herein und sagt, ich möchte jetzt über die Wirtschafts- und Sozialbedingungen reden. Dann beende ich das Gespräch, verlasse den Raum, und dann kommt der Gewerkschaftssekretär von DGB II, der mit mir nichts zu tun hat, und trägt dann etwas völlig anderes vor. Dieses Märchen können Sie auf dem Parteitag erzählen, aber nicht im Deutschen Bundestag. Das ist nirgendwo im Gesetz hinterlegt. Und deshalb möchte ich Ihnen mal eins sagen, Herr Dr. Bartke. Herr Dr. Bartke, lesen Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf, und ich möchte Ihnen mal eins anraten. Wir haben hier in den letzten Tagen und Wochen viel von Verantwortung gehört. Wir haben viel von Respekt vor den Institutionen zurückgewinnen gehört. Wir haben viel davon gehört, dass Sie jetzt aber wirklich entschlossen sind. Aber wenn wir diesen Gesetzentwurf lesen, dann ist er doch nicht mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn Sie das hier abfeiern wollen, Herr Dr. Bartke, dann ist das nichts anderes als ein parteipolitisches Manöver. Dieser Entwurf ist vielleicht, ja, er ist besser als nichts, aber er ist doch nicht mehr als ein kleinster gemeinsamer Nenner. Das wird nicht reichen, um Vertrauen zurückzugewinnen, und es reicht auf keinen Fall für eine Zustimmung der Freien Demokraten.
Vielen Dank, Herr Kollege Buschmann. Als ebenfalls Norddeutscher kann ich Ihnen sagen, es heißt nicht Dummtück, sondern Dummtüch. Muss man vielleicht einem Nordrhein-Westfalen sagen. Gut, einem Westfalen. Ich weiß nicht, ist das eine Abstufung gegenüber einem Nordrhein-Westfalen? Gut. Nächster Redner ist der Kollege Friedrich Stretmanns, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst ist es erfreulich, dass wir heute zusammenkommen und endlich ein Lobbyregister beschlossen werden soll. Doch wenn man dann von der Schlagzeile "Die Koalition einigt sich beim Lobbyregister" ausgeht und dann weiter ins Detail geht, dann steht schon alles wieder nicht mehr so wunderbar da und sieht zutreffend aus. Es geht mir gar nicht nur um den Inhalt des vorgelegten Gesetzes, sondern auch um das Zustandekommen. Seit Jahren fordern wir, genauso wie nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen, ein Lobbyregister für Deutschland. Die von uns und anderen Fraktionen vorgelegten Gesetzesentwürfe haben Sie von der Union und der SPD mit Ihrer Ausschussmehrheit ausgebremst, wo Sie nur konnten. Und immer, wenn es in der Öffentlichkeit eng für die Union wurde, weil einer oder gleich zahlreiche Ihrer Abgeordneten unter massiven Beschuss geraten, weil sie Gemeinwohl und schamlosen Eigennutz durcheinandergebracht haben, dann kommen sie mit dem Lobbyregister um die Ecke. Das Lobbyregister ist längst überfällig. Aber dass sie es immer wieder hervorkramen, wenn sie wegen möglicher Korruptionsfälle angezählt werden, zeigt vor allem zwei Dinge. Erstens, dass sie den Menschen da draußen nicht zutrauen, ihren billigen Taschenspielertrick zu durchschauen, bei dem sie mit längst überfälligen Regelungen punkten wollen, die an den aktuellen Fällen rein gar nichts geändert hätten. Und zweitens, dass es vor allem Ihnen von der Union gar nicht ernst ist mit der besseren Kontrolle von Lobbyismus. Denn um was anderes geht es auch mir und meiner Fraktion ja gar nicht. Wir wollen Lobbyismus nicht verbieten. Wir wollen aber, dass jede Bürgerin, jeder Bürger in diesem Land die Möglichkeit bekommt, zu erfahren, wer Einfluss auf Gesetze genommen hat. Dieser sogenannte legislative Fußabdruck fehlt nach wie vor. Aber ohne diesen ist ein Lobbyregister nicht mal die Hälfte wert, weshalb wir Ihnen die Möglichkeit zur Korrektur geben wollen und einen Ergänzungsantrag vorgelegt haben. Sie haben sich aber nun doch dazu durchringen können, dass die Regierung mit in die Regelung des Lobbyregisters mit aufgenommen wird. Es freut mich, dass Sie verstanden haben, dass ein Lobbyregister, das nur für rund 10% der Gesetzesentwürfe angewendet werden müsste, eine absolute Frechheit gewesen wäre. Aber in Ihrem jetzigen Entwurf ziehen Sie die Grenze für die Dokumentation von Gesprächen auf der Unterabteilungsleiterebene. Und wo entstehen in den Ministerien die Gesetze? Der Titel verrät es. Die meisten davon kommen zunächst als Referentenentwurf in Umlauf, also auf Referatsebene. Genau eine Ebene unterhalb der Transparenzpflicht. Gut für die Wirtschaft, schlecht für die Allgemeinheit. Sie schaffen zudem zahlreiche Ausnahmen. Es ist angesprochen worden. Aber wie wir einen Punkt herauspicken, die Sanktionen sind viel zu milde. Der Entzug des Hausausweises ändert überhaupt nichts. Dann lässt man sich eben an der Pforte anmelden. Und 50.000 Euro Strafe für Unternehmen bei absichtlichen Falschangaben sind zu wenig. Für eine solche Summe greift man in der Unionsfraktion ja noch nicht einmal zum Hörer, um Herrn Spahn überteuerte Masken anzudrehen oder zu vermitteln. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Stretmanns. Nächste Rednerin ist die Kollegin Hasselmann, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kollege Birkwald, ich habe schon gestern vernommen, dass Sie ein Handy haben mit Uhr. Also insofern, ich habe hier aber auch eine Uhr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 12. Juni 2020 berichtete die Presse über die Amthor-Affäre und fragte, ist Philipp Amthor käuflich? Ein paar Tage später, am 3. Juli 2020, die große Eilmeldung, Einführung eines Lobbyregisters. Die Koalition einigt sich 2020.
auf ein Lobbyregister. Wir mussten lange warten, meine Damen und Herren. Heute nun gibt es einen Gesetzentwurf, der beschlossen werden soll. Am 25.02.2021, Maskenaffäre, Nüsslein. Am 2. März 2021 im selben Medium die Meldung Einigung beim Lobbyregister. Meine Damen und Herren, und schon feierte sich diese Koalition aus CDU, CSU und SPD und überschlug sich öffentlich mit selbst schulterklopfend, dass man nun endlich den Durchbruch erreicht hat. Meine Damen und Herren von CDU, CSU und SPD, können Sie mir eigentlich mal die Frage beantworten, warum Sie nur handlungsfähig sind, wenn Druck im Kessel ist, meine Damen und Herren? Nur weil der öffentliche Druck so groß war, gab es dann minimale Bewegung. Es liegt uns vor, ein gesetzliches Lobbyregister, das allenfalls ein erster Schritt ist und gleichzeitig eine verpasste Chance, meine Damen und Herren. Wir haben die letzten 10 Jahre dafür gestritten, dass es im Deutschen Bundestag zur Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters kommt. Es war in erster Linie die Blockade der CDU, CSU, aber auch die SPD hat sich nicht besonders forsch daran beteiligt, meine Damen und Herren. Und deshalb bin ich froh, dass es diesen ersten Schritt gibt, auch wenn klar ist, dass es eine verpasste Chance ist. Und ich will Ihnen sagen, warum, meine Damen und Herren. So viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Wirtschaftsverbände haben dafür gestritten, jahrelang. Und wir wollten, dass Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Offenlegung von politischer Interessenvertretung demnächst bei Bundesregierung und Bundestag gilt insgesamt. Sie haben bei der Bundesregierung wieder Zugeständnisse gemacht, indem Sie darauf verzichten, dass ab der Ebene der Referentinnen und Referenten Nachweispflicht besteht. Warum eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD? Warum verzichten Sie in einer solchen öffentlichen Lage darauf? Der legislative Fußabdruck kommt nicht. Warum bedauern Sie das hier mit Krokodilstränen, anstatt weiter zu verhandeln? Die SPD, die CDU, CSU ist in einer ziemlich schlechten Lage und Sie hätten die öffentliche Lage nutzen können, um mehr Druck zu machen mit FDP, mit Linken und mit Grünen, damit dieses Lobbyregister wirklich gut ist und Lobbytätigkeit durch einen legislativen Fußabdruck dargelegt wird. Und darauf haben Sie verzichtet. Das finde ich bedauerlich. Deshalb ist es allenfalls ein erster Schritt und nicht mehr. Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Nunmehr erhält das Wort der Kollege Michael Frieser, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Es hilft alles Schreien nichts. Das, was wir vorlegen, ist weltweit das am weitestgehende regelnde Werk über die Frage von Interessensvertretungen gegenüber einem Parlament und gegenüber der Regierung. Das finden Sie nirgendwo auf der Welt. Und deshalb kann ich nur sagen, nicht nur die Tatsache, dass wir mal angefangen haben mit einem Satz. Der Satz lautete, der Deutsche Bundestag führt ein Lobbyregister. Jetzt hat diese Vorgabe 9,5 Seiten. Also ganz ehrlich, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, wir haben den gesamten Gesetzgebungsprozess vor allem bei den Interdependenzen zwischen Regierung und Parlament mit abgebildet. Und deshalb glaube ich, an dieser Stelle tut man sich schon sehr schwer, da in irgendeiner Art und Weise großartige Kritik anzubringen. Wie groß muss denn die Angst der FDP vor der Frage von Gewerkschaften und Kirchen eigentlich sein und ihren Beitrag, die Interessen ihrer Mitglieder und die Interessen derer, die sie vertreten, hier einzubringen? Diese Panik, entschuldigen Sie bitte, aber die kann man nicht nachvollziehen. Es sind verfassungsrechtliche Gründe. Es sind verfassungsrechtliche Gründe, die natürlich uns auch die Frage der Ausnahmen aufgeben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Kollegen, aber bei dem, was die AfD heute vorgeschlagen hat,
Sie wissen, dass ich ein Faible für Karl Kraus habe. Also, es reicht anscheinend nicht nur aus, nichts zu sagen zu haben. Man muss auch noch unfähig sein, es ausdrücken zu können. Auf jeden Fall überhaupt nicht verstanden, was jetzt da letztendlich der Ansatzpunkt ist. Wir wollen die Expertise. Wir wollen den Sachverstand. Wir wollen die Meinung der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen, dass die Menschen, die Verbände auch unternehmen mit ihrer Expertise, teilhaben an diesem Prozess, um dann zu sagen, ja, das muss aber bis tief hinein an die Pforte eines jeden einzelnen Ministeriums gehen. Beim Unterabteilungsleiter ist die politische Verantwortung für jeden Entwurf, der da rausgeht. Genau so weit sind wir auch gegangen. Genau das an dieser Stelle ist wirklich sinnvoll. Und deshalb nochmal appelliert an die Linksbündnis-Rot-Adresse. Also legislativer und exekutiver Fußabdruck. Sie wissen, was das bedeutet. Das bedeutet nicht nur bei jedem innerhalb von Fraktionen, sondern bei der gesamten Bundesregierung bis hinunter ein Wortprotokoll für alles, was dort passiert, weil Sie sonst anschließend weder Begrifflichkeiten noch sonst irgendetwas nachvollziehen können. Lesbarer wird dadurch und besser vorbereitet die gesamte Art und Weise des Gesetzgebungsverfahrens nicht. Sie sind Ihrem Gewissen unterworfen. Sie sind Ihrer eigenen Expertise unterworfen als Abgeordnete. Und am Ende des Tages hilft Ihnen die Frage des Weitergebens zu sagen, jetzt weiß ich aber genau, wo das herkommt, keinen Jota weiter. Sie müssen es selbst politisch verantworten. An dieser Stelle ein Irrsinn an bürokratischer Verwaltung. Und weil die Verzweiflung schon sehr, sehr groß sein muss, weil einem wirklich nichts mehr Gutes dazu einfällt, was man bei diesem vorgelegten Lobbyregister noch draufsatteln kann, hat sich die Linke mal gedacht, ein bisschen was geht immer noch. Also, dass man einen Beauftragten für Lobbyismus in diesem Land schafft. Okay, Bürokratie, wir haben nichts anderes erwartet. Aber dann kommt man zu dem Ergebnis, wenn der Angaben prüft, dann sagt er am Ende des Tages, das reicht mir nicht, und erhält darüber die Befugnis, Grundstücke zu betreten, Räume zu durchsuchen, Vorlagepflichten, ohne jegliche Form von richterlichem Vorbehalt. Herr Strätmanns, bitte! Also, dass die Linke ein etwas gespaltenes Verhältnis zum Rechtsstaat hat, das verstehe ich ja noch, können wir nachvollziehen. Aber das geht nun wahrlich zu weit. Das geht nun wahrlich zu weit, dass man an dieser Stelle die Expertise, das Einbringen von Sachverstand, die Meinung, die Haltung der Menschen in diesem Land auf diese Art und Weise versucht herauszuhalten. Das schlägt dem Fass nur wirklich die Krone ins Gesicht. Und am Ende des Tages hat das überhaupt nichts mehr mit Transparenz zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frieser. Sie hatten mich vorhin so erstaunt angeschaut. Zwischenrufe beleben die parlamentarische Debatte. Ich wollte Sie jetzt nicht rügen wegen der nicht aufgesetzten Maske. Sie waren von sich so begeistert, dass mir klar war, dass das... Ich bin immer noch begeistert. Ich wollte nur sagen, Zwischenrufe beleben die parlamentarische Debatte. Dass, wenn Leute Masken tragen und zwischenrufen, wir nichts verstehen, müssen die Kolleginnen und Kollegen mit sich selbst ausmachen. Ich habe gesehen, dass die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen das Prinzip verstanden haben, dass sie dann, wenn sie zwischenrufen, die Maske abnehmen, weil das Protokoll das dann wahrnehmen kann. Also auch hier ist Bündnis 90 Die Grüne vorne. Ja, das ist in Ordnung. Nächster Redner ist der Kollege Marco Bülow, fraktionsloser Abgeordneter. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! 15 Jahre kämpfe ich jetzt für das Lobbyregister, deswegen müsste eigentlich jetzt eine Party anstehen, aber die wird nicht nur wegen Corona abgesagt. Und wenn ich mir anhöre, was mein Vorredner hier gesagt hat, da merkt man, dass die Union es immer noch nicht begriffen hat, warum wir ein Lobbyregister haben, wenn er sogar so weit geht, das Rechtsempfinden einer Fraktion infrage zu stellen bei den Vorkommnissen, die bei der Union in den letzten Wochen passiert sind, fragt man sich wirklich, wo man hier gelandet ist.
Und auch immer Lobbyismus gleichzusetzen und dann immer zu sagen, ja, die Bürgerinnen und Bürger haben ja ein Recht, das zu machen. Ja, natürlich haben sie das, aber es gibt eine riesige Unwaffengleichheit in Deutschland, was Lobbyismus angeht. Die einigen betreiben Büros mit gut ausgestatteten, gut bezahlten Menschen, die dort arbeiten und die Profitlobbyismus betreiben. Und das andere sind Initiativen, Vereine und Menschen, die kein Geld dafür haben, die das nebenbei betreiben. Und da brauchen wir eine Waffengleichheit. Und Transparenz ist nur ein erster Schritt. Und dann gehen wir noch mal in die Geschichte, aber Frau Hasselmann hat das ja schon deutlich gemacht. Es gäbe doch gar kein Lobbyregister, wenn der Fall Amthor nicht gekommen wäre. Weil im Koalitionsvertrag steht davon nichts. Als es Koalitionsverhandlungen, komisch, dass das die FDP und Grünen nicht gesagt, als es Koalitionsverhandlungen gab bei Jamaika, stand es in einem Vorvertrag. Bei Rot-Schwarz eben nicht. Also wer will es denn wirklich? Und ich war dabei, dass die SPD sehr verschämt dieses Lobbyregister immer bei den Koalitionsverhandlungen als erstes abgelegt wird. Also geben Sie das doch zu und tun Sie nicht, als wenn Sie der große Vorkämpfer gewesen wären. Der große Vorkämpfer gewesen wären. Klar ist doch nur, Transparenz ist der Selbstverständlichkeit. Und genau die führen wir ein. Aber damit verhindern wir keinen Lobbyismus. Damit verhindern wir keine Korruption. Und deswegen brauchen wir insgesamt Regeln, die dazu führen, dass das verhindert wird. Und wir brauchen einen wirklichen Ehrenkodex und nicht irgendeine Ehrenerklärung der Union, die bei der Wahl wieder vergessen ist. Das müssen wir doch machen. Im Übrigen, kommt zum Ende. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Profitlobbyismus zerstört werden muss. Danke. Mahlzeit. Sie sehen, Herr Bülow, ich habe ein Herz für Minderheiten. Ja. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt mit weniger Emotionen ist der Kollege Dirk Wiese, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen westfälischer Pragmatismus kann ja manchmal nicht schaden. Und darum will ich doch an der einen oder anderen Stelle mal sagen, das Thema Lobbyismus, immer wenn mich auch Schulklassen hier angesprochen haben, als das noch möglich ist, dass man hier schon differenziert hinschauen muss. Dass man differenziert hinschauen muss, dass es Gespräche gibt, die wir führen, die wir alle führen, aus dem Wahlkreis heraus, mit Initiativen, mit Wirtschaftsunternehmen im Wahlkreis, dass wir hier auch Gespräche führen, natürlich auch mit Verbänden bei Gesetzgebungsverfahren, auch mit Gewerkschaften. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und darum ist dieser heutige Abend auch mit der Verabschiedung dieses Lobbyregisters ein wirklich wichtiger Schritt, dass das Transparenz ist, dass das nachvollziehbar ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sehen können, wie das stattfindet, wie das geregelt ist. Und darum war es wichtig, dass wir diese nicht einfachen Verhandlungen, das will ich durchaus sagen, hiermit heute Abend auch zum Abschluss geführt haben. Aber Herr Schnieder, ich habe Ihrer Rede aufmerksam zugehört. Zu Herrn Frieser sage ich zum Schluss noch was. Man muss schon sagen, die Bewegung, die wir in diesen Verhandlungen gespürt haben, die kam immer erst, als das ein oder andere zum Vorschein kam, meistens medial. Ich will nicht an Philipp Amthor noch mal erinnern oder an Georg Nüßlein, aber wir haben doch eine verstärkte Bewegung erlebt, immer wenn dann etwas vorgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in guten Gesprächen zu einem Ergebnis gekommen, und das ist, glaube ich, auch gut. Was Herr Seitz hier ausgeführt hat, muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht. Ich hätte großes Interesse, über die schwarzen Kassen, über die heimlichen Spender im Hintergrund zu erfahren oder auch über die fragwürdige Steuerzahlungsart und Weise Ihrer Fraktionsvorsitzenden. Sie können da eine Menge zu beitragen, Intransparenz aufzuklären. Leider heute Abend auch nicht erfolgt. Herr Buschmann, bei Ihnen bin ich ein bisschen überrascht, dass Sie plötzlich der große Fan eines transparenten Lobbyismus sind. Ich glaube, wir müssen gar nicht an die Mövenpick-Geschichten zurückerinnern. Und Sonstiges, was da gewesen ist, das gehört aber dazu, weil das eine Form von Intransparenz gewesen ist, wo man manchmal ja, schon ein starkes Stück gewesen ist. Aber wissen Sie, wenn Sie jetzt den Zwischenruf machen, ich meine, wir haben ja nicht nur das Lobbyregister, worüber wir momentan diskutieren. Wissen Sie, was mein Verständnis von Transparenz ist und mein Verständnis auch, wenn wir auch Thema Nebeneinkünfte ansprechen? Das, was wir als Abgeordneten-Diät kriegen, das ist
absolut angemessen. Und eine Kernaufgabe eines jeden Abgeordneten ist es, Reden zu halten. Wissen Sie, was ich nicht für richtig halte und was ich gerne verbieten möchte, dass jemand Abgeordneter des Deutschen Bundestags ist und für Vorträge auch noch Geld nimmt. Das kann nicht sein und das gehört verboten. Und da können wir ja Ihren Fraktionsvorsitzenden mal fragen. Und ich will mal schauen, ob das dann wirklich die Transparenz ist und ob Sie dann mitstimmen oder ob Sie dann hier einknicken an der Stelle, wie es an der einen oder anderen Stelle ist. Herr Präsident, ich sehe, dass Sie das Warnlicht angestellt haben und ich will zum Schluss kommen. Herr Frieser, bei allem Respekt, aber wer im Glashaus sitzt, der sollte momentan nicht mit Steinen werfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wiese. Sie haben in aller Ruhe zur emotionalen Bewegung bei den Abgeordneten beigetragen. Und auch dafür bin ich Ihnen dankbar zu dieser Tageszeit. Ich schließe damit die Aussprache. Bevor wir zur Abstimmung kommen, teile ich mit, dass es mehrere Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zu Top 18a gibt. Top 18a, wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung eines Lobbyregisters beim Deutschen Bundestag und zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 27.922 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 22.179 in der Ausschussfassung anzunehmen. Für diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit bei Enthaltung der Fraktionen von FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Linke angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Es wird wieder sportlich. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Sonst müsste ich annehmen, dass Sie eine andere Auffassung haben, wenn Sie sitzen bleiben aus der CDU-Fraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Ich sehe, dass der Gesetzentwurf in dritter Lesung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei Enthaltung der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen worden ist. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 27.941. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltungen der Fraktionen der FDP und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD zur Einführung eines Registers für Lobbyisten, Nichtregierungsorganisationen und Lobbydienstleister. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 27.922 den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD auf Drucksache 22.183 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Einführung des verpflichtenden Lobbyregisters. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 27.922 den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 15. Man beachte 15. Beachtlich, das sehe ich jetzt auch. Also auf Drucksache 15 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltungen der Fraktionen von AfD und FDP mit den Stimmen der übrigen Fraktionen. Die Linke hat bisher zugestimmt und die Grünen haben auch zugestimmt. Also, dann ist gut, sieh das ein. Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die Stimmen von Fraktion Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltungen der Fraktionen der FDP und der AfD mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Tagesordnungspunkt 18b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksache 27.922 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 836 mit dem Titel Transparenz schaffen, verbindliches Register für Lobbyisten und Lobbyistinnen und Lobbyisten einführen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?
Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltungen der Fraktionen der AfD, der FDP und der Linken mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Also die Beschlussempfehlung ist angenommen.